Und dann willkommen zurück zu Legends of Larry, The Dreams Try Twice. Wir haben in der letzten Folge den Weg zu dieser Höhle des kosmischen Wissens geöffnet oder beschritten den Weg mithilfe dieser LARP-Gäste. Jetzt müssen wir noch irgendwie versuchen, Zwingel zu befreien. Problem ist, bei Zwingel direkt können wir nicht viel machen. Wir haben auch diesen Anzug. Das heißt, wir müssen irgendjemanden in diesen Anzug reinstecken. Das heißt, wir brauchen eine Person, die nicht groß ist. Hier haben wir gerade alles vertan. Bei Dori auch nicht. Dort auf der Insel auch nicht. Das heißt, ich vermute, es wird auf dieser Insel sein. So. Du bist zu groß. War hier vorne noch irgendwas Neues? Stimmt, hier war irgendwas ein Schwein. Ich glaube, es reicht, wenn sich ein Schwein hier im Schlamm gewälzt hat. Können wir da irgendwie das dazu bringen? Hier rein? Schlamm steht nicht allen Sachen gut. Sonst ist ja nur noch an der Toilette eine Möglichkeit, weil ansonsten sind die anderen ja auch zu groß. Was auch immer hier drin ist. Ich glaube, den... ein Prachtexemplar. Ich wundere mich, dass wir hier von... Wird das immer so ein Grunzen? Kommen wir, kriegen bis hin, dass das Schwein rauskommt? Gute Idee, aber so nicht. Ich lege es mal hier hin. Das könnte ein gutes Lockmittel sein. Das Brötchen ist weg. Wahrscheinlich hat es sich ein Tier geschnappt und ist dann damit weggerannt. Okay, das bedeutet, wir müssen mit dem Brötchen irgendwas machen. Dazu brauchen wir erstmal noch ein neues Brötchen. Und Nummer 2 ist, es wird wahrscheinlich nicht unsere Kopfstütze werden, das Brötchen. Wir nehmen einem wieder eins mit. Ich nehme eins. Das heißt, wir müssen uns über die Kopfstütze nochmal Gedanken machen. Außer wir nehmen auch wieder Brötchen. Na, mal gucken. Das sei jetzt aber mal in die Ferne geschoben. So, was können wir denn noch machen mit dem Brötchen? Wir können das Brötchen... Gute Idee. Die beiden Sachen, das lässt sie... Das hilft mir. Gute Idee. Alkohol? Wirklich Alkohol, okay. Jetzt ist das Brötchen komplett alkoholgeschwängert. Larry, geschwängert, da hast du es endlich mal wieder. Das dürfte eine interessante Mahlzeit werden. Diese Sache. So, gehen wir wieder zurück. Oh Gott. Hat sich vollgekotzt. Oh, das Auto. Aha! Du Schwein wirst so schnell kein Brötchen mehr klauen. Puh. Das hat ja eine Fahne bis hierher. Das Schwein hat's aus den Latschen gehauen. Ich adoptiere dich und taufe dich auf den Namen Pigbird. Wie passt das in? Na gut. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Nicht. Pigbird würde da reinpassen. Aber ich bin mir nicht sicher, was das bewirken soll. Na. Na. Ist das nicht klar? Okay. Ich glaube, damit haben wir das Wichtige. Ich könnte übrigens mal wieder Sex machen dort hinten, weil ich würde gerne mein Instagram der einen 10 erfüllen, die hier irgendwo hier erscheinen müsste. Also nicht, was hier eigentlich noch reinkommt. Na gut. So, wir gehen rein. Wir reden mal mit ihm, weil ich sagte was wegen dem Schwein. Ich muss dringend. Ach! Ich muss das doch noch rot färben. Lass uns das mal jetzt machen. Boah. So, können wir das Schwein reinsetzen? Das Schwein rein. Können wir das Schwein... Die beiden Sachen funktionieren? Ja, zieh das aus. Oh, es
ist denn der kleine Kerl hin? Hast du ihn... Huch! Steck ihn so... Zurück mit dir! Verflucht! Ihr fällt... Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich verstehe jetzt nicht, der hat den... Also ich meine, wir reden ja immer noch davon, dass es cartoonisch ist. Wir haben jetzt den bei uns im Inventar. Das heißt, er könnte schnell seinen Anzug ausziehen, dem Schwein anziehen, das stecken das Schwein rein. Spätestens bei der Sache, wo es heißt, wenn sie reinkommt, sagt, bitte bring ihn zurück in den Käfig. Na, wir haben doch fertig. Und er könnte sich parallel das Schwarze anziehen, sodass er auch nur kurzzeitig mal nackt ist, wenn das Larry stört. Ich verstehe gerade nicht, was hier das Problem ist. Ehrlich zu sein. Halt still, es tut nicht weh. Ah. So, jetzt ist das Gesicht verswingelt. Oh, wie gemein. Das Gesicht ist verswingelt. Pickbird würde da reinpassen, aber ich bin mir nicht sicher, was das bewirken soll. Also regt es sich jetzt echt noch über die Farbe auf? Oder war es jetzt wirklich nur die Monobraue? Okay, wir probieren es nochmal. Jetzt mit der geänderten Gesichtsbehaarung. Ich werde Sicherheitssysteme haben. Okay, ich verwende ihn. Das lässt sich nicht. Das hilft mir. Pickbird. Ach so blöd, Leute. Ganz ehrlich. Wo ist denn der? Hast du ihn? Huch! Steck ihn! Zurück mit dir! Verflucht! Ihr fällt es auf, wenn Swingle aus dem Käfig. Na gut, okay. Eine Sache fällt mir noch ein, wie wir was rot kriegen. Also, es ist Schwachsinn, aber. Das Spiel. Wir wissen, wie eine ganz rot geworden ist. Können wir nicht das vielleicht auch in die Sonne legen? Das hilft mir nicht. Und dann wäre es weg. Wir müssen das irgendwie rot kriegen. Bleib! Lava wird dafür ja nicht gehen. Also ich glaube, das habe ich schon mal ausprobiert. Besser nicht. Was Rotes? Ich finde es immer noch Schwachsinn, weil wir können das im Inventar eigentlich tauschen, wie das gemacht ist. Das ist die Notiz des... Ich habe in der Höhle des Cock... Niemand sollte Cockburn und ich habe ihn... Doch ich werde... Für mich... Ich werde... So. Der stammt von Swingle, aber der hier ist nicht rot. Gute Idee, ab... Es kann nun wirklich sein, dass wir irgendeinen Blödsinn machen müssen, gerade aktuell, wenn... Wenn wir da Swingle auswählen, kann es sein, dass wir vielleicht entfärben müssen. Mir fällt gerade nichts ein mit Färben. Rot. Und Blutwälzen. Schweineblut. Nein, das machen wir nicht, das kleine süße Schwein. Ist irgendein roter Farbeimer da? Steht irgendwo ein roter Farbeimer. Habe ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm. Roter Farbe. Ich meine, wir können das geht durchziehen. Wusste ich auch nicht, dass es wirkt.
Ja, sie macht viel Farben, weil sie irgendwas besprüht vielleicht auch oder anmalt. Bis später. Wo kriegen wir das her? Hier war ja auch nichts gewesen, oder? Okay, wir probieren mal einfach im Inventar noch. Können wir da noch was machen? Die beiden Sachen, das lässt, das hilft. Gute, die beiden, das lässt, das hilft mir. Gute Idee, die beiden Sachen, das lässt, das hilft mir nicht. Das Schweinealkohol funktioniert nicht. Naja, ich weiß gute nicht. Idee. Pickbird würde da reinpassen. Aber ich bin mir nicht sicher, was das bewirken soll. Das klingt schon danach, als müssten wir diesen Anzug nochmal rot färben. Okay, ich würde sagen, ich guck mal rum, ob ich es finde und melde mich gleich wieder. Nachdem ich eine Weile gesucht hatte, ich mir überlegt hatte, wie wir an das Rot kommen, habe ich auch festgestellt, dass die Entsaftermaschine im Buffetraum wieder gereinigt wurde. Deswegen dachte ich, wir können irgendwas entsaften, was rot ist. Deswegen habe ich nach roten Beeren gesucht und am Ende habe ich was entdeckt, nämlich hier. So, da haben wir nämlich. Ob die giftig sind? Ob ich es wirklich rausfinden will? Wir haben das Achievement für alle Tode schon. Das ist gemein, weil wir wissen, wir können jetzt erstmal nicht nochmal neu sterben. So, aber damit müssten wir das entsaften können. Aber so würde alles auf dem Boden landen. Ja, okay, Entschuldigung. Ich nehme einen. Die Becher sind hier echt Gold wert. Schön, dass es dann endlich viele gibt. Becher. Frisch gepresst ist halb gewonnen. Was ist das für eine Entsaftung aus der Anlage, wenn alles am Rand noch so klebt? Der Show-Effekt ist wichtiger, als dass was rauskommt, habe ich das Gefühl. Jetzt sieht er genauso aus wie Swingles Anzug. Okay. Dann mal rein mit dir. So, wenn das kein Swingle-Klon ist, weiß ich auch nicht mehr. Oh. Es ist Swingle täuschend ähnlich, solange man nicht genau hinschaut. Okay, dann auf zur Insel. Rein mit uns. Ich muss. Ach. So, wir probieren es jetzt mal. Käfig. Boah. Ich verwende gleich mal den mit Zwingen. Voll gekotzt. Käfigtür schließen. Oh Gott, oh Gott. Hey! Was ist hier los? So ein Schwein. Du bleibst jetzt gefälligst in der Zelle, wie unser anderer Gefangener. Na, du Knilch, diesmal fällt dir kein lustiger Spruch ein, was? Haben wir dich wohl endlich gebrochen? Mann, Mann, Mann. Es hat funktioniert. Sie hat das Schwein für Swingle gehalten. Sie haben da aber auch ein überzeugendes Ebenbild von mir herbeigezaubert, mein Herr. Ruhe da unten. Keine Sorge. Es ist schön kuschelig hier. Und nichts anfassen. Wie machen wir das mit jetzt? Alles klar? Aber natürlich, mein Herr. Okay, Moment. Wir gehen jetzt mal zu diesem Friedhof. Oder nee, wir können es auch hier machen eigentlich. Ich würde noch mal ganz speichern. Vielleicht haben wir ja alle Gegenstände, um dieser außerkömmliche Erfahrung zu machen. Wir brauchen so einen Bauplan. Okay, die Tiefkühltruhe ist das. Dann für den Nacken. Schlinge.
Der außerkörperliche Berater ist er. So, was ist das, um uns ruhig zu stellen? Wahrscheinlich Wodka. Das lässt sich nicht kombinieren. Mach mal, Ein Mittel, das die Herzfrequenz absenkt, muss vorher eingenommen werden. Die Herzfrequenz. Das lässt sich nicht. Eine Halsfixierung ist nötig. Also die ersten beiden Sachen sind klar. Also, nee, das erste ist vierte Sohn vielleicht. Ein Mittel, das die Herzfrequenz. Herzfrequenz. K.O. hauen vielleicht. Das lässt sich nicht. Ob ich auch leuchte, wenn ich den esse? Ah, okay, die Löschpilze. Oh Gott, wie genau funktioniert das jetzt? Sie müssen sich entspannen. Reicht dann seine Berührung? Oh Gott, die Augen. Oh Gott, diese... Bitte nicht erwürgen mit einem Strick. Meine lieben Kinder. Oh, ich bin durchsichtig. Es hat funktioniert, mein Herr. Jetzt warten überirdische Erfahrungen auf Sie. Ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich funktioniert. Dann sollte ich mich schnell zur Schwester Oberin begeben. Okay. Hallo, Schwester. Oh, bist du jetzt Schwester. Auch mit deinem Flugzeug abgestürzt? Nein, ich habe mich eingefroren. Was? Freiwillig? Muss auch dahin gehen, wo es weh tut. Ich habe nicht viel Zeit, fangen wir an. Ich habe nicht viel Zeit. Fangen wir an? Ich habe auch lange genug gewartet. Dann wollen wir mal. Moment, wie zieht man Geisterkleidung aus? Brauchst du nicht. Die ist durchlässig. Das ist für meine Kondome natürlich nicht so toll. Keine Sorge. Ich kann nicht schwanger werden. Aber es geht doch auch um ansteckende Krankheiten. Welche hast du denn? Nein, nicht ich, sondern... Willst du mir unterstellen, ich hätte ansteckende Krankheiten? Ich weiß nicht. Das ist mein erstes Mal als Geist. Hallo, mein Herr. Fangen Sie doch nicht ohne mich an. Swingle? Was machst du denn hier? Herr Larry, Sie brauchen mich doch. Wie sollen Sie sonst einen flotten Dreier haben? Niemand hat was von einem flotten Dreier gesagt. Gute Güte, dann habe ich mich wohl verhört. Aber wo ich schon hier bin... Was bist du denn für ein Knilch? Darf ich zwischen euch liegen? Swingle, wer soll mich denn jetzt auftauen? Ich sterbe, so richtig, wenn das keiner tut. Können wir uns nicht nach dem Sex damit befassen? Du hältst dich da raus. Dann schaue ich halt nur zu. Mir wäre lieber, wenn du verschwinden würdest. Fangen wir jetzt endlich an. Dann will ich hoffen, dass du nicht zu viel versprochen hast. Es ist Sex Nummer 6. Oh. Warum sagen wir Lippe das durch und jetzt nicht? Egal. Nicht drüber nachdenken. Oh Gott. Creepy. Der Arsch. Die Kerzen. Okay, das ist nicht so schön gewesen. Da hätten noch schönere Bilder kommen können. Das war alles? Also, ich weiß ja nicht, was du noch erwartet hast. Da war ja sogar der andere besser. Hey! Naja, da habe ich im Diesseits wohl nicht so viel verpasst. Da hätte ich auch nicht so lange hier rumlungern müssen. Hier hält mich nichts mehr. Schlechten Sex kann ich auch im Jenseits haben. Mach's gut, Larry. Manche Leute haben Ansprüche. Statt froh zu sein, überhaupt Sex zu haben. Immerhin spukt sie jetzt nicht mehr rum. Und was machst du eigentlich hier? Du solltest doch auf mich aufpassen. Warum schwebt er eigentlich und wir laufen? Sachen, die man fragen kann. Oh Gott. Stranguliert. Und ist nicht diese Blue Whale Methode, wie das hieß? Mein Herr, Sie können doch nicht von mir verlangen, dass ich eine Orgie auslasse. Das waren die Schwester Oberin und ich. Das ist keine Orgie. Natürlich. Dafür habe ich ja noch gefehlt. Verdammt, Swingle.
Wer soll mich denn jetzt aus der Kühltruhe holen, wenn du selbst halb tot bist? Jemand hat meinen Körper rausgezogen. Zum Glück rechtzeitig. Ich war es jedenfalls nicht. Aber jemand hat mich auch gerettet. Vielleicht ist uns eine der netten Kannibalinnen zu Hilfe gekommen. Pi, alles klar bei dir? Verdammt, vielleicht hätte ich dich vorher aus der Tasche nehmen sollen. Ja, das war cool. Ach, das fällt dir ja früh ein. Mir geht's gut. Ein Glück. Okay. Zwinger? Na, Herr Larry. Danke. Nie wieder. Ich fand es von Grafik nicht so geil im ersten Sinne. Ich meine, der Anfang war ganz nett, aber ja, in der Luft schwebend. Larrys behaarter Pintern. Naja, gut. Bis. Otis, warst du es gewesen vielleicht? Na gut, aber damit müssten wir ja eigentlich bei Faith ankommen. Nicht schon wieder. Wachen, weg mit ihm. Nein, bitte, hör mich an. Es geht um die Schwester Oberin. Was ist mit ihr? Ich habe sie vertrieben. Sie wird euch nicht mehr belästigen. Was? Stimmt das? Ich habe auf dem Friedhof einen geisterhaften Blitz gesehen. Stimmt. Und Schwester Frigid hat mich vorhin auch nicht ermahnt, als ich... das will ich nicht erzählen. Nichts zu danken, Ladies. Jetzt schafft ihn weg. Aber Königin, wenn er wirklich die Schwester Oberin besiegt hat, sollten wir ihn vielleicht anhören. Es gibt nichts, was dieser Mann uns zu sagen hätte. Also, ich sperre ihn nicht ein, wenn er dafür gesorgt hat, dass ich jetzt ungestört, Ruhe vor der Schwester Oberin habe. Genau. Nun gut, sag, was du willst. Was ich will? Na dann. Du musst dich noch an mich erinnern. Komm mit mir an einen Ort, wo du deine Erinnerung zurückerhalten wirst, oder ich gehe dann mal. Komm mit mir an einen Ort, wo du deine Erinnerung zurückerhalten kannst. Als Königin ist mein Platz hier. Sicher, aber du musst doch deine Ländereien besuchen. Aber diese Höhle kannst du noch nicht... Aber diese Höhle hast du noch nicht gesehen. Sicher, aber du musst doch deine Ländereien besuchen. Ich werde nichts tun, was du mir sagst. Zu deinem Besten, ich tue alles für dich. Ich tue alles für dich. Das ist mir egal. Und jetzt geh mir aus den Augen. Es dauert auch nicht lange. Ich bleibe hier. Ich will aber. Oh Mann, du bist echt anstrengend. Wenn ich mit dir zu der Höhle komme, lässt du mich dann in Ruhe? Natürlich. Und du betrittst nie wieder unsere Insel? Klar. Na gut, dann gehen wir. Larry, du hast wirklich... Larry! Pi, du musst zum Arzt. Nein, alles okay. Liegt sicher an der Luftfeuchtigkeit. Hast du vielleicht eine Idee, wie das alles funktioniert? Ich wollte überhaupt nicht hier sein. Sekunde, ich finde das schon selbst raus. Pi! Hilf mir! Nichts da. Du bist auf dich gestellt. Moment. Wenn ich von draußen reingucke, ist das ein kleines Raumschiff. Wenn ich hier drin bin, sehe ich hier ewig viele solche Brutstätten von irgendwelchen, also wo Tanks sind, was durchaus Larry sein könnte. Da greife ich nicht rein. Ich glaube nicht, dass ich den aufbrechen will. Irgendwie fühle ich mich diesem Lebewesen verbunden. Mir wird schwindelig. Hoho, die Höhle ist echt groß. Das ist eine fremdartige Apparatur, von der ich nichts verstehe. Ich sollte sie anfassen. Dieser Satz. Das typische solchen Film. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Komm, lass uns anfassen. Lass es uns laut vorlesen. Mal sehen, was das hier bewirkt. Drücke einen Knopf. Das könnte eine Maschine sein, die die totale Selbsterkenntnis auslöst. Aber wie schließen wir dich nur daran an?
Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Ja, also zugegebenermaßen, diese drei Dockingstationen sind vorrätig, aber sieht total ungefährlich aus, diese Maschine. Diese Maschine sieht total ungefährlich aus. Aber wir sind uns schon einig, dass sie offensichtlich nicht von der Erde stammt. Echt, mir gar nicht aufgefallen. Wahrscheinlich deutsche Ingenieurskunst. Das ist wahrlich deutsche Ingenieurskunst. Ich weiß nicht, Larry. Okay, Kompromiss. Ich schalte die Maschine nur ganz kurz an. Ein Kompromiss wäre, dass du mir nicht so heftig auf die Nerven gehst wie damals mit deinem Timberscore. Aber... Du kannst dich doch gar nicht daran erinnern. Du kannst dich doch gar nicht daran erinnern. Moment. Du erinnerst dich an alles? Verdammt ja! Ich bin hier nach dem Sturm auf der Insel gelandet. Der Stamm hat mich gefunden und gesund gepflegt. Bald danach ist mir alles wieder eingefallen. Aber warum bist du nicht zurückgekommen, sondern hast behauptet, dein Gedächtnis verloren zu haben? Weil ich hier glücklich war. Endlich musste ich mich nicht mit irgendwelchen Typen aus dem Vorstand oder Investoren rumschlagen. Ich konnte ganz ich selbst sein. Und weit und breit keine Männer, die mir erklären wollen, wie man etwas zu tun hat. Dann bist du auf einmal aufgetaucht. Was inzwischen alles passiert ist, weißt du aber nicht? Nein, es interessiert mich auch nicht. Okay, was ist nach der Explosion auf Kenkam passiert? Ich habe mir eine schnucklige Wohnung im Keller der Ruine eingerichtet. Ich sollte die Tochter des Bürgermeisters heiraten. Ich sollte die Tochter des Bürgermeisters heiraten. Was? Und du hast dich darauf eingelassen? Zu diesem Zeitpunkt schien es mir irgendwie logisch zu sein. Erst steigst du mir tagelang nach und dann willst du eine andere heiraten? Das ist jetzt kein Grund, eifersüchtig zu werden. Ich bin nicht eifersüchtig. Wie zum Teufel bist du dann auf der Insel gelandet? Dein Geruch gefolgt, das stimmt. Sind einfach magisch verbunden, Baby. Ich bin deinem Geruch gefolgt. Das glaube ich dir nicht. Dafür ist deine Nase zu klein. Würde ich dir mit einer Knollennase besser gefallen? Mir ist egal, wie du aussiehst. Du könntest auch nur einen Meter groß sein und eine Knollennase haben. Und du würdest trotzdem auf mich stehen. Sehr schön. Ich bin in einen fürchterlichen Sturm geraten. Und dann bist du hier im Archipel angeschwemmt worden? Genau wie ich? Das ist ja ein total unglaubwürdiger Zufall. Es ist einfach Schicksal. Was hast du dann die ganze Zeit auf der Insel gemacht? Eine Ölpest ausgelöst, die Gouverneurin flachgelegt, Becky geärgert. Becky geärgert? Wen? Sie ist Travel-Insta-Crapperin. Was? Also nicht wie Shawnee, die ist Backpackerin. Wer ist... Nein, egal, lassen wir das. Eine Ölpest ausgelöst. Warum das denn? Damit ich den Vogel reinstecken konnte, den ich gefangen hatte. Was? Das war halt nötig, um mein Floß zurückzubekommen. Aber, Und das brauchte ich, um... Schon gut. Lassen wir das. Die Gouverneurin flachgelegt. Bobby Marley? Das hat sie mit sich machen lassen? Ey, die hat damit angefangen. Eigentlich wollte ich gar nicht. Das kannst du mir nicht erzählen. Okay. Stimmt. Oho, ich habe auf der Insel auch meine erste Stalkerin. So eine asiatische Frau. Die verkleidet sich sogar, um immer ganz nah bei mir zu sein. Aber ich bin zu intelligent, als dass mir das nicht auffallen würde. Was? Wer? Sie hat sogar ein U-Boot. Ich geb's auf. Moment. Wie bist du eigentlich in diesen Sturm geraten? Dein P-Phone hat mir was geschickt. Mein P-Phone? Da war doch was, als der Sturm kam. Da hat es mich doch gefragt nach meinem Notfallkontakt. Und der Name, der mir einfiel, war Larry Laffer. Wer sonst, Baby? Die selbstlernende KI. Ich dachte, der Algorithmus wäre vernichtet worden. Mit dem P-Phone versunken. Ich habe ihn dir geschickt. Was hast du mit ihm gemacht? Algo, was? Hab ich den vielleicht in der anderen Hose? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Habe ich den vielleicht in der anderen Hose? Larry! Fehlfunktion! Sys64738. Pi, ich mache mir langsam Sorgen um dich. Faith,
Weißt du, was mit ihr los ist? Ich weiß nicht, Larry. Aber auf diesem Gerät ist nun mein geheimer Algorithmus gespeichert. Er darf nicht in falsche Hände gelangen. Nicht auszumalen, was dann geschehen könnte. Das ist ja perfekt. Huch! Na super. Miss Les, Sie haben offenbar Ihre Erinnerung zurück. Gute Arbeit, Larry. Danke. Müssen wir jetzt schon wieder Sex haben? Langsam wird das Stalken schon etwas unheimlich. Ich stalke dich nicht. Aber du bist doch dauernd hinter mir her. Weil ich deine Geheimnisse rausfinden muss. Wie intim soll es mit uns denn noch werden? Moment, ihr hattet Sex? Mehrmals. Ruhe, genug jetzt. Dich brauche ich nicht mehr, Larry. Du hast deinen Zweck erfüllt. Jetzt kann ich Miss Les zu Mr. Wong bringen und mein Auftrag ist erfüllt. Wer ist das denn? Der Chef von Prune. Was? Tja, du hättest ja auch zurückkommen können, statt dich hier bei einem Stamm lesbischer Kannibalinnen zu vergnügen. Larry, du bist unmöglich. Du bist der schlimmste Schürzenjäger, den ich kenne. Na, jetzt übertreibst du aber. Sei still, sie darf nichts über den Algorithmus erfahren. Kannst du schwimmen, Larry? Klar. In Lava? Lassen Sie ihn einfach laufen. Dieser Dummkopf hier weiß von gar nichts. An dem brauchen Sie sich nicht die Hände schmutzig zu machen. Oh, das macht mir gar nichts aus. Im Gegenteil, ich werde es genießen. Nein, nicht! Warum wird die Maschine nicht ausgetestet? Larry, nein! Die Höhle war also komplett umsonst. Nari, wir müssen ausliefern. Sofort! Aber wir sind doch mitten im Beta-Test. Der Peabot ist doch lauffähig. Ja, er läuft. Also, er fällt nicht mehr so oft um wie zuletzt noch. Dann können wir ihn auch verkaufen. Aber es fehlt noch die Zertifizierung der Behörden. Was, wenn wir noch ein Codefragment darin haben, das gegen irgendwelche Spezifikationen verstößt? Ich habe gerade vorhin noch eine Fehlfunktion gefunden, durch die der Peabot Oralsex an einem Steingolem vollführt hat. Oho. Wenn so etwas passiert, könnte der Peabot aus den Läden genommen werden. Und wir müssten das Codefragment rauspatchen. Das ist mir egal. Wir müssen den Peabot rausbringen. Es dauert alles sonst zu lange. Jan Mai ist schon auf dem Weg hierher. Wir werden bald die selbsterlernende KI nachrüsten können. Oh, das ist natürlich großartig, aber... Kein Aber! Ein neues Zeitalter beginnt, Nari. Und du warst dabei. Ich werde es auch direkt beenden. Nari, unsere kleine Heldin. Larry? Autsch! Bist du endlich wieder wach? Was ist passiert? Sie haben Faith entführt. Dann haben sie dich in den Vulkan geworfen. Und das, obwohl ich sie die ganze Zeit angebrüllt habe. Du hattest Glück, dass du nicht in die Lava gekullert bist, sondern in einen erkalteten Lavaschacht. Der hat dich hier reinfallen lassen. Aber bei dem Aufprall bist du ausgenockt worden. Wie lange ist das her? Nicht lange. Oh, verdammt! Ich muss hinterher! Wo bin ich hier eigentlich? Meinen Sensoren zufolge ist das ein alter KGB-Horchposten. Dann sollte ich mich hier mal umschauen. Wow! Eine geheime Basis. In einem Vulkan. Mit einem Helikopter. Sowas habe ich mir immer gewünscht. Gehört dir aber nicht. Schade. Aber immerhin könnten wir mit dem Helikopter nach New Lost Wages fliegen und Faith retten. Hey, gute Idee. Allerdings müssten wir erst nachschauen, ob der Helikopter noch funktioniert. Der hat wohl ziemlich lange hier gestanden. Und du hast gesagt, das ist eine KGB-Basis? So ist es. Der KGB hat Rundflüge auf einer tropischen Insel veranstaltet? Nein, er hat... Ja, Larry, genau so ist es. Rundflüge. So, okay. Oh, ein paar meiner Sachen sind wohl beim Absturz in die Lava gefallen. Besser als ich selbst. Dann wären alle Sachen weg. Moment, was haben wir denn hier noch? Oh, Schlüssel. Oh, wir sind ja wirklich genüllt. Mensch. Okay, gut, dann würde ich sagen, das war's mit der Folge. Und im nächsten werden wir dann hier diese Basis genau ansehen und zurückfliegen zu Face. Bis dahin, euer Landitur. Tschüss.